Das wollen Augsburger Wissenschaftler und Studenten am Malnitzer Tauernpass in Österreich ausprobieren. Als Römer auf Zeit. Sie wissen, der Straßenbau im Gebirge verlangte den Römern viel ab. Harte Burschen auf jeden Fall. Mit Lederhänden und Durchhaltevermögen bis zum geht nicht mehr. Aber mit Zähne zusammenbeißen allein war es auch in der Römerzeit nicht getan. Eine Top-Logistik und Organisationstalent waren gefragt. Dazu viel Know-how in Sachen Steine schichten. Ich sammle eben die Steine zusammen, große und kleine, für die Straße. Eben große Randsteine eben an die Seite und eben mittlere für das Pflaster. Und eben eventuell noch ein paar kleinere für Schotter, eben für die Lücken. Die Forscher schaffen es immerhin, in 4 Tagen etwa 20 Meter Straße in schwierigstem Gelände zu bauen. Übrigens haben damals nicht etwa Sklaven im Straßenbau gearbeitet, sondern die Soldaten der römischen Armee, wo jeder auch ein Handwerk lernen musste. Was für den Bestand des Römischen Reiches mindestens so wichtig war wie das Kriegführen. Ein erfahrener römischer Bautrupp konnte in einem Sommer sogar 100 Kilometer Alpenstraße bauen.